Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heartily welcome to a new story out of the Merchant and the Parrot. Ja, written by Nosrat Pezeshkian. This wonderful book has a jubilee this year. It becomes 40 years old. 40 Jahre der Kaufmann und der Papagei dieses Jahr. Und ich lese euch heute die Geschichte vor. Die Weisheit des Hakim. Ein Sultan war mit einem seiner besten Diener auf einem Schiff. Der Diener, der noch nie eine Seereise gemacht, mehr noch, der als Sohn der Berge noch nie die Wüste des Meeres erblickt hatte, saß im hohlen Bauch des Schiffes und schrie, jammerte, zitterte und weinte. Alle waren gütig zu ihm und versuchten, seine Angst zu besänftigen. Doch die Güte erreichte nur sein Ohr, nicht aber sein angstgepeinigtes Herz. Der Herrscher konnte das Geschrei seines Dieners kaum erhören, und die Seefahrt über das blaue Meer unter blauem Himmel machte ihm keine Freude mehr. Da trat der weise Hakim, sein Leibarzt, an ihn heran. »Königliche Hoheit, wenn ihr es gestattet, kann ich ihn beruhigen.« Ohne zu zögern gab der Sultan die Erlaubnis. Der Hakim befahl nun den Seeleuten, den Diener ins Meer zu werfen, was diese mit dem Schreihals nur zu gerne taten. Der Diener strampelte, schnappte nach Luft, klammerte sich an der Bordwand fest und flehte darum, wieder im Schiff aufgenommen zu werden. An den Haaren zog man ihn herein. Von nun an saß er ganz ruhig in einer Ecke. Kein Wort der Angst war aus seinem Mund zu vernehmen. Der Sultan wunderte sich und fragte den Hakim, welche Weisheit steckte in dieser Handlung? Der Hakim antwortete, er hat noch nie das Salz des Meeres gekostet. Er wusste auch nicht, wie groß die Gefahr ist, die ihm in dem Wasser begegnet. Daher konnte er auch nicht wissen, wie kostbar es ist, die festen Planken eines Schiffes unter sich zu haben. Den Wert der Ruhe und Gelassenheit kennt erst der, der einmal der Gefahr ins Auge geblickt hat. Du, der du satt bist, weißt nicht, wie das einfache Brot des Landes schmeckt. Das Mädchen, das du nicht schön findest, ist meine Geliebte. Es besteht ein Unterschied zwischen dem, der seine Geliebte bei sich hat und dem, der wartend ihr Kommen ersehnt. Eine Geschichte nach Saadi. And now the story in English, and it's the story, the wisdom of the Hakim. A sultan was on a ship with one of his best servants. The servant, who had never before taken a voyage, in fact, as a child of the mountains, had never even seen the coast, sat in the empty belly of the ship and screamed, cried, trembled and wailed. All were kind to him and tried to calm his fears, but their kindness reached only his ear, not his fearful heart. The ruler could hardly bear to hear his servant's cries anymore, and the voyage through the blue water under blue sky was no longer a pleasure for him. Then the wise Hakim, the physician, approached him and said, "Your Highness, with your permission, I can calm him down." Without a moment's hesitation, the Sultan gave his permission. The Hakim ordered the seaman to throw the servant overboard. The seaman did this to the crybaby only too gladly. The servant thrashed about in the water, grabbed for air, clutched the side of the ship, and begged that they take him on board again. So they pulled him up by his hair. From then on, he sat very quietly in a corner,
No one heard another word of fear came from his mouth. The Sultan was amazed and asked the Hakim, what wisdom is contained in this action? The Hakim answered, he's never tasted the salt of the sea, and he didn't know how great the danger was in the water. So he couldn't know how wonderful it is to have the sturdy planks of the ship under him. Only he who has faced danger can know the value of peace and composure. You, who always have enough to eat, do not know the taste of country bread. The girl whom you do not consider pretty is my beloved. There's a difference between a man who has his beloved beside him and a man who expectantly longs for her arrival. A story after Sa'adi. And with that, I wish you a very good night and nice dreams. Sleep nice and well smelling. And I hope to see you again tomorrow when I read a new story out of The Merchant and the Parrot. Ich wünsche euch eine gute Nacht, gute Träume, schlaft gut und wohlriechend. Und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeşkian. Bis dann!